Der Schlusssprint beginnt für die Mitglieder des Salzburger Modelleisenbahnclubs. Bis zum letzten Moment gehen die Vorbereitungen für ihre Weihnachtsausstellung. Die Arbeiten waren heuer besonders aufwendig. Das nachgebaute Salzburg namens Altburg wurde umgebaut und auch die 17 Jahre alte Steuerung der Züge und Autos wurde runderneuert. Digital fahren wir jetzt, selbst entwickelt, und jetzt haben wir halt noch Testfahrten und probieren, und bis halt zum zweiten Weihnachtstag haben wir eigentlich Ausstellung, am 26. Bis dahin muss halt das alles laufen. Ja, heute am Morgen und womöglich noch am Heiligen Abend Vormittag, das ist wie halt immer, und am 25. ist sicher auch wer da, wo kleine Sachen noch zu machen sind, wie halt alle Jahr. Es ändert sich nichts eigentlich. Das heißt, es ist immer stressig. Immer stressig eigentlich, ja. Einige tausend Euro investierte der Modelleisenbahnclub in das neue Steuersystem, das komplett computerisiert ist. Aber auch an der Oberfläche in der kleinen Stadt Altburg gibt es einige Änderungen. Schlosshotel Mönchstein haben wir erneuert oder komplett neu gebaut, sagen wir so. Dann haben wir die Cecconi-Villa in der Müllner Hauptstraße haben wir komplett neu. Es passt jetzt alles zusammen mit der Müllner Kirche, mit der Müllner Hauptstraßen, dann das Klausentor, die Ursulinenkirche, jetzt passt das ein bisschen besser zusammen. Wir haben eigentlich die ganze Stadt komplett erneuert. Diese Änderungen werden vor allem den zahlreichen Stammgästen auffallen, die Jahr für Jahr zur Weihnachtsausstellung kommen. Ja, ich weiß ganz genau, ich bin am 26. Dezember an der Kasse und da weiß ich ganz genau, die ersten Leute, die ersten 3, 4, 5 sind immer die gleichen, schon jahrelang, und wir haben wahnsinnig viel Stammpublikum. Aber nicht nur von Salzburg, auch von Deutschland kommen sie. Von Vorarlberg haben wir immer wen, da vom Burgenland, von Deutschland. Ja, von überall, aber immer wieder die gleichen. Die kennen wir eigentlich mehr oder weniger schon. Und die Besucher dürfen sich auch schon auf die Ausstellung im nächsten Jahr freuen. Eine der Attraktionen werden dann die Poller sein, die heuer noch unbewegt sind, im nächsten Jahr aber wie im großen Salzburg den Verkehr regeln werden.